Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal etwas Besonderes. Und zwar werden diese Menschen und noch ein paar mehr hier meinen Alltag in SSO bestimmen. Also sie werden entscheiden, was ich gleich machen werde. Ich bin gerade mit 8 anderen Personen, also 8 Leute, die hier insgesamt dabei sind, im Discord. Und jeder dieser Personen darf dann nacheinander sozusagen entscheiden, was ich machen soll. Also angenommen, eine Person sagt jetzt, geh jetzt in Morland stellen, sagt die nächste Person, miste die Stelle aus und so weiter. Schauen wir mal, was sie sich so Kreatives überlegt haben. Und ja, ich werde sie dann immer aufrufen. Wir gucken mal, worin das Ganze endet und was ich dann heute alles machen werde in SSO. Viel Spaß. So, okay. Wir fangen an. Alina hat die erste Aufgabe für uns und zwar reite rückwärts bis zu Steve. Okay, es fängt ja lustig an. Und ich würde sagen, die anderen, die gerade hier mit dabei sind, ihr könnt ja gerne mitmachen. Wir reiten jetzt rückwärts bis zu Steve. Und ja, es kann eine Weile dauern, deswegen gibt es jetzt mal einen Zeitraffer. Bis gleich. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Ich kann nicht mitkommen, auch wenn ich jetzt mit einem Stellenpferd auf Level 15 hier reiten würde. Dafür bin ich, glaube ich, zu schlecht geritten. Aber letztendlich war es doch ganz gut. 2 Sekunden unter meiner Höchstleistung. Und wir gucken mal. Das war jetzt Steves Rennen hier. Heute bester. Ach, Carla war vor uns. Sabine war auch vor uns. Tiffany ist eine Tiffany unter uns. Ich glaube nicht. Aber ja, immerhin bin ich Platz 6 geworden. Wir können es nochmal aktualisieren. Ja. Super. Aber wir haben uns ganz gut geschlagen. Die anderen waren zwar besser, aber naja, ich glaube, das Pferd war auch höher. Können wir mal schauen. Ah, nee. Carla hat erst ein Level 8 Pferd. Ah, ist aber Level 22. Ja, gut. Gibt hier natürlich nochmal einen Vorteil. Sabine. Ah, Level 15 Pferd. Okay, als nächstes ist Luna dran. Was hat Luna für eine Aufgabe für uns? Ich muss eine Person fragen, wo ich gerade bin. Und wenn sie sagt, dass ich hier bin, dann muss ich sagen, nein, das stimmt nicht. Okay, machen wir das so. Fragen wir einfach mal im Sagt-Chat, wo ist, ja, schreiben wir einfach mal meinen Namen. Wo ist April Jungle Valley? Und gucken wir mal, ob hier jemand antwortet. Ah, da kommt schon eine. Die sind ja nicht ganz sicher.
Jetzt muss ich Nein schreiben. Wo ist sie, lol? Eine Frage, warum stehen hier so viele? Nehmt euch hops, ja. Genau. Mache ich nicht freiwillig, es war eine Aufgabe. Ich suche April Jungle Panic. Oh Mann. Okay. Also einige finden es anscheinend sehr lustig. Und die hat einen Nachtflash. Die ist vor mir. Okay, darf ich jetzt Danke schreiben oder was sagst du dazu, Luna? Danke, hab mich gefunden, oder? Okay, dann schreiben wir noch Danke für deine Hilfe. Ariana schreibt direkt April will uns hops nehmen. Genau. Ja, ich habe mich selbst gefunden, super. Auf jeden Fall kurios. Ja, Ariana direkt gemerkt, dass es auf jeden Fall nicht ernst gemeint war. Okay, dann ist als nächstes. Wer ist als nächstes dran? Omis ist als nächstes dran. Was ist deine Aufgabe? Das Hasenrennen. Ach nee, das Hassrennen in SSO. Und das im leichten Galopp nur. Was ist denn mein Hassrennen in SSO? Uff, eigentlich habe ich einen Hassrennen an sich so. 2000 Jahre später. Das Hasenrennen, okay. Dann. Komm mal alle mit, dann machen wir das Hasenrennen im leichten Galopp. Kann nur schief gehen. Mal sehen, ob wir das überhaupt zeitlich schaffen im leichten Galopp. Also ja, dann schon eine Stufe, zwei Stufen geringer als das, was wir gerade reiten. Denk mal schon, dass man das schaffen sollte, oder? Man hat ja, glaube ich, anderthalb Minuten Zeit. Gut, probieren wir das erstmal aus. Ich muss erstmal überhaupt hinbekommen, in die richtige Gangart zu kommen. Schauen wir mal. So, Rennen starten. So, Schritt, Trab. Das ist leichter Galopp. Okay. Okay, man ist echt langsam. Und ja, wir haben sogar 2 Minuten Zeit. Huch, Hase. Mal sehen, ob das gut endet. Da, komm her. Die Hasen. Oh Gott. Ich muss den Weg abschneiden, die sind zu schnell für mich. Komm mal her. Da oben sind viele. Jetzt rennen sie wieder auseinander. Gott, ich habe erst 4 nach einer halben Minute. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Phasen nach einem. Okay, das wird echt knapp. Nein, der biegt ab. Oh Gott. Hase, komm her. Komm rüber. Nein. Diese Hasen, ey, das ist. Gott. Das ist echt eine Qual hier. Also im leichten Galopp zu machen. 6 Stück und ich habe nur noch. Oh Gott. Das wird knapp. 2 hintereinander. Jetzt habe ich 8 Stück. 9 Stück. Okay, ich kann es schaffen. Meine Nummer 10 und Nummer 11 und 12 kommt her, komm. Jawohl, 11, noch 18 Sekunden, 15 Sekunden für den letzten Hasen, muss doch schaffbar sein. Ja, ich habe alle Hasen und jetzt, oh Gott, schnell zurück, 7, 6, 5, 4, oh mein Gott, mit 4 Sekunden Rest, glaube ich. Habe ich es geschafft. Super. Okay. Das war eine Aufgabe. Als Belohnung 125 XP und 20 Jörg-Schlinge. Immerhin. So, als nächstes ist Sabina mit einer Aufgabe dran. Dann schieß mal los. Einen besonderen Fundplatz im Dinotal suchen. Das kann eine Weile dauern. Dann fahren wir erstmal mit dem Transporter ins Dinotal. Hier unten ist ja zum Glück einer. Ich verfolge mal die Strategie, ich darf jetzt wieder schnell laufen zum Glück. Und zum Glück ist mein Pferd auch kälteresistent. Das wäre noch schlimmer, wenn es das nicht wäre.
Wir schauen erstmal hier nach den ganzen Fundplätzen. Die anderen können wir hinterherkommen. Ah, wir schauen einfach mal die ganzen Reihen ab. Ich weiß zumindest. Oh mein Gott. Ich habe so Glück. Ich habe so Glück. Der erste Fundplatz, den ich sehe. Auch mal Glück haben. Das muss auch mal sein. Ist der besondere Fundplatz. Das ging jetzt schneller als gedacht. 2 Goldmünzen. Okay, alte Goldmünzen. Ja, es hätte länger dauern können, aber ich hatte Glück und reite direkt zum ersten Fundplatz. So viel Glück muss man erstmal haben, also. Das war jetzt super. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier länger suchen. Aber nein, direkt beim ersten Mal. Perfekt. Okay, die nächste Aufgabe von uns, an uns kommt von Tzatziki. Schieß mal los. Dass wir nach Südhof fahren und die Wildpferdherde finden. Ich kann mich noch erinnern, ich habe die letztens mal gesucht und nicht gefunden. Ich bin die ganze Zeit im Kreis geritten. Aber ich habe natürlich Hoffnung jetzt, nachdem ich den Fundplatz instant gefunden habe, was wirklich großes Glück war, dass das Glück weiterhin anhält und ich die Herde schnell finde. Aber es sind auf jeden Fall kreative Aufgaben, die ihr mir hier stellt. Also, ja, schauen wir mal. Okay, bisher sehe ich leider nichts. Die ist natürlich auch bei jedem Spieler woanders. Also, wenn ihr sie jetzt seht, sehe ich sie bei mir nicht. Na, schauen wir mal. Man kann die natürlich auch nicht aus mega der großen Entfernung sehen. Also, man muss schon ein Stück ranreiten, um die Herde dann sehen zu können. Wir gucken einfach mal. Wenn ich wüsste, ob die durch die Mitte oder einfach am Rand langlaufen, wäre das Ganze natürlich nochmal einfacher. Oh mein Gott, da ist sie. Ich hab sie. Da sind sie. Und sie sind schon recht flott unterwegs. 6 Pferde hier. Also mit einholen wäre schwierig geworden. Hier laufen sie vorbei. Ich habe sie endlich gefunden. Super. Gut. Dann haben wir die nächste Aufgabe von Caro. Okay, reite nach Footpinta, mache die täglichen Aufgaben, begrüße die erste Person, die du siehst. Ich würde sagen, wir holen uns mal ab und reiten dann nach Footpinta. Die erste Person in Footpinta drin, die ich sehe, muss ich begrüßen. Okay. So. Da sind wir in Footpinta. Und die erste Person, die ich sehe, ist hier jemand im Transporter. Es ist Carla, die spielt mit, die kann ich jetzt nicht begrüßen. Zählt sonst nicht. Schauen wir mal, ob hier irgendwo jemand ist. Nee. Oh, Pinta ganz schön leer. Ich sehe gerade niemanden. Ist hier vielleicht vom Stall jemand? Ja, als ob niemand in Fort Pinta gerade ist, außer wir. Ah doch, da. Stopp. Wie heißt sie? Hey, Alina. Huch. Einmal begrüßen hier. Oh, sie spielt mit. Oh Mann, okay. Dann war doch keine Person hier in der Disco. Okay, dann begrüßen wir die Person in der Disco. Eine Feya Julesy. Erstmal begrüßen hier. Einmal winken. Dann am Tanzen. Tanzen auch mal eine Runde. Mal sehen, ob sie antwortet. Scheint AFK zu sein oder mag nicht antworten. Okay, aber ich habe sie begrüßt. Das heißt, wir müssen jetzt noch die täglichen Stallaufgaben machen.
Gut, da geben wir die Aufgaben ab und dann mache ich jetzt noch die Rennen in einem Zeitraffer. Okay, dann habe ich das Rennen geschafft und damit alle täglichen Aufgaben in Fort Pinter hier. Jupp. Und damit darf jetzt die letzte Person noch mir eine Aufgabe stellen, und zwar Killerkaninchen. Frage im Global nach dem geheimen Weg zu Fripps Haus und reite zu ihm. Okay. Also ich soll im Global-Chat, den haben wir hier, ja. Wie geht es zu Fripps Haus? Fragen. Ja, mal sehen, ob jemand antwortet. 2000 Jahre später. Okay, wir haben jetzt eine Weile gewartet und es hat niemand was geschrieben, außer die Leute, die mit dabei sind. Also, scheint weiß niemand, wie es zu Fripps Haus geht. Schade, können wir ihn nicht besuchen, den armen kranken Fripp. Dann wann anders. Mal gucken. Aber ja. Ja, das waren alle Aufgaben. Wir haben den Weg zu Fripps Haus leider nicht mehr erklärt bekommen. Also der Arme muss wohl noch eine Weile warten. Aber auf jeden Fall Dankeschön an jeden, der hier mit dabei war, mir Aufgaben gestellt hat. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare und zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, wenn ihr mehr Folgen davon sehen wollt. Also wenn euch das gefällt und ihr selbst auch mal mitmachen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ja, vielen Dank nochmal an alle, die mit dabei waren. Und dann sehen wir uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.